Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Ihr habt es bestimmt schon mitbekommen, der neue Survival-Horror-Shooter H1Z1 von Sony Online Entertainment ist draußen. Es gab einige Probleme zum Launch. Nicht nur, dass die Login-Server permanent down waren, nein, auch wenn man mal reingekommen ist, konnten die Server keine befriedigende Leistung hervorbringen. Nichtsdestotrotz habe ich es geschafft, für euch ein paar Spielstunden zu spielen und die Highlights seht ihr hier. Es war gar nicht so einfach. So, und da sind wir dann auch direkt mal im Game. Was fällt auf? Es regnet natürlich sofort. Bäume. Und nichts in der Nähe. Doch, da unten haben wir Gebäude. So. Das erste Mal, dass ich mich bewege. Okay, ich sehe meine Beine nicht. Okay, das mit Enter geht der Chat. Okay. Gehen wir einfach mal da runter zu der Tankstelle. Aha. Rennen ist auch nicht dran. Springen mit Leertaste, wie gewohnt. Oh. Und da haben wir direkt ein. Ich glaube, den muss ich mir holen, oder? What the fuck do you think you're doing, man? Direkt Spieler getroffen. Gibt's ja gar nicht. Gebäude, aha. Ah, wir können mit E durchsuchen. Aha, haben wir nichts. Ich hoffe nicht, dass die dann gleich zu uns kommen. Was gibt's denn hier Schönes? Gar nichts. Okay, ich würde sagen, wir hauen erstmal von den Spielern ab. Ah, wir sind drüber gekommen. Wow. Oh, wir haben Schaden bekommen. Aha, unser Inventar gucken wir gleich mal an. Beziehungsweise das Interface. Mal schauen, wo es hier lang geht. Das ist eine völlig neue Welt hier. So, schauen wir mal kurz das Inventar an. Was haben wir hier? Gesundheit 99%, unsere Stamina, unsere Energie und Hydration. So, das ist unsere Ausrüstungsslots, wie es scheint. Okay. Dann ist es meine Account-Items. Da habe ich diese drei Event-Tickets. Keine Airdrop-Tickets. Ein Crate-Tickets. Und zwei Crates. Okay. Kann man den noch ein bisschen genauer angucken? Shred, Drop, Delete. Okay. Ich frage mich jetzt gerade, wie ich die Fäust wieder runternehme. Vor allem, wie man auch rennen tut. Ah, ich kann wechseln eine Taschenlampe? Mit Mausrad habe ich jetzt ein bisschen mal gewechselt. Hier, ich glaube, wir folgen einfach mal den Strommasten. Machen aber das Licht aus. Ich komme mir ziemlich langsam vor, wenn ich ehrlich bin. Ich muss noch mal kurz gucken in den Settings. Bei Controller, Player. Wie wir rennen können. Sprint. Left Shift. Moment. Kann ich das irgendwie ändern? Da oben haben wir aber schon mal ein Gebäude, so ein Wasserturm. Mit Q und E können wir so erst nichts machen. Auf R auch nichts. Auf F, ah! Auf F kann man sich unten die Stats einblenden lassen. Ich frage mich, ob ich da hochkomme. Ob ich von da vielleicht eine gute Aussicht hätte. Was haben wir denn hier? Kann man das irgendwie
Durchsuchen oder mitnehmen? Zumindest kann man nicht hochklettern. Wo ist die Straße? Da unten. Er will aber direkt die Waffen auspacken, die Hände auspacken, wenn ich stehen bleibe. Als ob sie dauernd gezückt werden, das gefällt mir ja nicht gar nicht. Das sind Gebäude. Und da ist eine Stadt, die wir uns erstmal anschauen können. Und ein bisschen rennen hier. Oh, da oben steht ja einer. Oh, oh, das wäre, glaube ich, nicht so genial. Da haben wir direkt einen See. So. Oh, da hinten rennt natürlich wieder ein Spieler. War ja abzusehen. Ich dachte, wenn ich querfeld einlaufe. Gottes Willen. Jetzt bin ich hier hochgeklitscht. Was kann man hier alles durchgucken? Hinterhof. Feuer. Okay. Ein Auto. Okay. Nichts, wie es scheint. Open the door. Werden sich nicht direkt ein paar Spieler verschanzt haben? Ja. Die Frage ist, was kann man hier alles durchsuchen? Jawohl, Kühlschrank. Sieht nach nichts aus. Man kann, ich glaube. Oh. Man muss erstmal mit Try and Error ein bisschen rumprobieren. Jawohl, da haben wir jede Menge Türen. Komm, Kleiderschrank. Nichts. Vom Loot ja schon ein bisschen begrenzt, wie es scheint. Hier mal ein Schrank. Aber nichts. Was ist mit der Tür hier? Die kann man nicht benutzen. Was ist denn hier? Oh Gott, die Tür. Geht gar nichts. Guck immer, ob da irgendwas liegt. Da. Moment. Nicht, dass ich das irgendwie hier falsch mache. Okay, wir haben wohl ein paar geschlafen schon. Ah, man kann die Scheiben kaputt machen. Das ist toll. Finde ich. Man kann auch nicht auf den Balkon raus. Man könnte es aber kaputt schlagen. Okay, hier ist auch jede Menge Essen. Ist ein bisschen vergammelt. Ah. So kommt man raus. Jetzt ist Maria, wie komme ich denn jetzt zurück? Hier, von hier sind wir, ja. Ich glaube, wir gehen mal noch ein bisschen hoch. War ja noch alles zu eigentlich. Denn bis jetzt haben wir noch nichts Lootbares gefunden. Nichts. Oh! Eine Bottle. Taken. Zeig mal. Aha, jetzt haben wir in den Hosen eine Bottle. Ah, jetzt sehen wir. Die Hose hat 60 von 100 quasi Platz verbraucht. Das heißt, wir können noch Items im Wert von 40 mitnehmen. Das ist ja interessant. Use. Mal use. Okay, wir benutzen die. Aha. Habe ich die jetzt irgendwie benutzt?
Drop Delete. Wie kann ich den jetzt benutzen? Was macht er denn damit? Moment, kann ich die. Ah, jetzt habe ich Dirty Water. Okay. Trinken wir einfach mal. Mal gucken, ob unsere Hydration sich auffüllt. Nein, aber irgendwie wackelt's. Oh, meine Gesundheit ging runter. Gar nicht so toll. Aber. Oh, da, halt, da war was. Oder spinne ich? A scrap of clothes. This can be used to make bandage. Ah, Bandagen, sehr gut. Nehmen wir mal, machen wir in die Hosen rein. Könnte ich das auch da oben reinmachen? Ah, ja. Okay, was haben wir denn hier? Kann ich das jetzt. Könnte ich das da reinmachen? Naja. Wie man immer die Waffen draußen hat. Waffen. Die Fäuste sind ja auch eine Art Waffen. Okay, hier ist zu. Gehen wir weiter hoch. Lag da was. Ich dachte, da lag was auf dem Boden. Okay, hier ist alles abgesperrt. Ich glaube, ich höre die ganze Zeit andere Spieler laufen. Oh! Was haben wir denn hier? Kann man das essen? Use? Im Schrank ist nichts. In dem auch nichts. Auch nichts. Also Loot scheint schon ein bisschen. Oh! Was haben wir hier für eine Flasche? Da ist irgendwo ein anderer Spieler. Ah, da haben wir noch Wasser. Warum nimmt er das nicht? Muss ich da das Ei. Muss ich den Schrank angucken? Er ist hier irgendwo. Ich bin mir ziemlich sicher. Warum kann ich das nicht nehmen? Hab ich. Ach, wahrscheinlich. Nein, ich habe keinen Platz für die Flasche. Warte mal, die schmeiße ich raus. Nein. Drop it. Nochmal. Oder deleted. Irgendwie passiert gerade nichts mehr. Drop. Wobei ja wir Platz hier hätten. Okay, das Game macht nichts. Dann schauen wir einfach mal weiter, bis der Server wahrscheinlich wieder reagiert. Okay, das Glas geht auch nicht kaputt. Und die Sonne geht auf. Ah, jetzt. Jetzt geht's wieder. Glaube ich. Nein, geht doch nicht. Man kann nichts durchsuchen. Was habe ich denn hier für einen Buff? Da unten steht doch irgendwas. Interessant. Na, nochmal, ich hätte gerne diese. Ah, da ist die Flasche, die wir gedroppt haben. Ja. Nimm die Flasche. Er will nichts machen. Er will mir nicht gehorchen. Ich glaube, das wäre eine Flasche mit richtig gutem Wasser. Naja. Da ist ein Fernseher. Sogar ein original Sony-Fernseher. Er will es nicht nehmen. Wir gehen weiter. Wir gehen. Wie es alles hängt. Oha. Ich gehe gar nicht ins Menü rein und es springt automatisch ins Menü. Gehen wir mal bei U. U macht aber irgendwie gerade nichts. Nein, wir hauen ab.
Wir hauen ab. Und gehen weiter. Wahrscheinlich sind noch viele auf die gleiche Idee gekommen, um erstmal hier das Gebäude abzusuchen. Doch, wir sind... Da ist einer. Ist das ein Zombie? Das ist ein Zombie. Okay, weg. Da ist ein Spieler, der direkt eine Waffe in der Hand. Der hat direkt eine Waffe in der Hand. Oh Gott. Ich glaube, der will uns abknallen. Wir gehen lieber schnell weg. Aber man findet anscheinend direkt dicke Waffen. Da direkt eine AK. Oh Gott, der will schießen. Wir müssen flüchten. Die Frage ist, wie sehr sind die ganzen Server schon gelootet? Oh. Da ist einer. Hello guy, can you hear me? Schreib mir mal. Ich glaube, ich muss mal gucken, wo die Voice Chats sind. Players? Nein, generell. Voice Chat. Ich würde es gern ändern. Kann ich denn das ändern? Name. Oh Gott. Oh Gott. Hello? Hello? What's going on? Nothing, buddy. Ah. Ist aber auch blöd gemacht. Man muss die Taste 4 drücken. Und man kann anscheinend seine Settings noch nicht verändern. Da haben wir noch was. Oh. Yes. Taken. Meine Energy is sehr low, bitte. You have no space for that. Was? No space. Warum habe ich denn kein Space? Machen wir das mal in die Hose. Wir brauchen. Oh! Was? Plötzlich war die Dose weg. Gibt's doch gar nicht. Ich dachte, da war ein Spieler. Okay, Vegetation. Ach, hier ist bestimmt alles leer. Da war eine schöne Essensdose, Mann. Wir hätten sie wahrscheinlich von der Logik her eh nicht aufbekommen. Und hier glitschen direkt mal die Pflanzen durch das Gebäude. Seht ihr den Wassereffekt auf dem Auto? Ist interessant, oder? Okay. Scrap Metal. Interessant. Ich gehe nochmal da rein. Das war die Tankstelle, genau. Wo war das mit der Kiste hier? Ich habe eine Idee. Ja! You have no space. Ich schmeiß mal mein Zeug hier raus. Raus. Hallo, raus. Oder unpack. Drink. Oh. Es hat, glaube ich, extreme Verzögerungen hier. Drink. Please. Ah. Hat's was gebracht? Nochmal Drink. Es
wird mit einer extremen Verzögerung alles gemacht. Okay, will nicht. Ich droppe dich. Nein, nicht deleten, droppen. Was ist denn das jetzt hier noch? Muss ich das noch kaputt machen? Man kann es nicht genau. Man kriegt es nicht genau ins Target. Nein, 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 nein. Eine tolle Dosis hier. Aber schon mal interessant zu wissen, dass man diese Kisten kaputt machen muss. Oh Gott. Ich glaube, der Server ist wieder weg. Sonst wären die Kisten bestimmt schon kaputt. Meine Energie ist nur noch auf 8%. Was sehr schlecht ist. Oh. Empty Bottle. Okay. Die Flasche ist leer. So, jetzt. Oh, mein Freund. Hallo. Oh, 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 oh. Ach, man kann durch andere Spieler durch... Nein, ich dachte, man kann durchlaufen. Er hat den Rucksack schon, ey. So. Ich höre ihn doch. Hallo. Ein anderer Spieler. Gott, was ist denn hier, ey? Erstmal alles voll mit Briefkästen. Da liegt eine Flare. Interessant. Geh nochmal da hoch. Was sagt ihr dazu? Alter, voll die Falle hier. Die kann man nicht wegmachen, oder? Nö. Eieiei. Schaden bekommen. Ganz schön mies hier, die Leute. Was haben wir denn hier Schönes? Was ist denn das? Kann man nicht nehmen. Lass mal die Tür zu. Schreibtisch? Nichts. Auch nichts. Dann brauchen wir mal ein bisschen Loot hier. Bei H1Z1. Alle Kabinen durchsuchen. Das ist cool. Dauert aber auch umso länger, ne? Was sind denn? Das ist nur eine Kabine? Und jetzt, warte mal. Alle Kabinen, okay. Sehr interessant. So Massenloot quasi. Bisschen eingeführt. Und der Regen. Mein lieber Scholli, ey. Oh, das ist ja das Fallenhaus. Oh. Da hustet doch einer. Ist da einer drin? Was ist das? Hey! Oh Gott, die ballern sich gegenseitig. Ich muss ihm helfen, ey. Komm, Link. Die helfen mir jetzt zu killen. Ich fange ihn ab. Jesus Maria. Oh Gott. Da schießt doch noch einer. Da hinten ist noch einer. Ich hab den Pfeil fliegen sehen, ey. Aber mich triffst du eh nicht, Batsch. Komm her. Komm her. Ich nehme eine Abkürzung. Jetzt aber schnell weg, ey. Hier sind aber einige, ey. Ich weiß gar nicht, wie man die Fäuste wieder wegmacht. Ich glaube, wir laufen einfach die Straße weiter. Oh, das sind jede Menge Pfeile. Pfeile? Ich hätte gerne einen Pfeil. Jawohl.
Der andere steckt einfach mal in der Luft. Gut. Weiter geht die Sache. Wo gehen wir weiter? Oh, der Regen ist. Ne, das Wasser, wie das glänzt. Aber ist alles noch ein bisschen verbuggt auf jeden Fall. Ach, kommen wir drüber über den Stacheldrahtzaun. Von dem haben wir jetzt erstmal keinen Schaden bekommen. Die Tür will nicht aufgehen. Okay. Ah, der Zaun wieder. Man sieht nicht viel wegen dem ganzen Regen. Ist komisch. Hier ist offen, auch keine Falle. Ist das das gleiche Gebäude wieder? Ist aber komisch. Nichts. Nein, das war doch nicht das Gebäude hier. Nee. Wahrscheinlich müssen sie sehr oft das gleiche Gebäude nehmen, die Entwickler. Ich renne mal weiter, glaube ich, einfach. Vielleicht finden wir neue Gefilde. Da ist doch schon mal was. Da ist aber direkt wieder ein Spieler, ey. Jetzt gucken wir mal, was der hat. Boah, das sind direkt wieder mehrere. Warum ist hier die Tür muss auf? Okay, ist jetzt gefährlich für uns. Wir können eingekreist werden. Ich weiß zum Beispiel, dass man hier die Kisten kaputt schlagen kann. Aber mehr habe ich... Oh Gott, eine Falle schon wieder. Wer macht denn solche Scherze hier? Nichts. Wir haben noch kein Loot gefunden. Ich glaube, wir gehen lieber weiter. So, Freunde, ich habe einen anderen Spieler gefunden. Ich laufe mal ein bisschen mit ihm rum. Außer er will natürlich boxen. Ich hänge mich an ihn ran. Aber er scheint nicht wirklich viel was zu sein. Das ist der Kamikaze. Oh, der boxt aber ganz schön rum hier. Hier, warte. Soll ich ihm mal einen auf den Kopf ziebeln, ey? Wir müssen erstmal das Kampfsystem hier kennenlernen. Komm, Boxfighter. Trau dich, wenn du kannst. Der Arme, bei dem scheint gar nicht zu funktionieren, ne? Oh Gott, ich hoffe, das ist keiner, der zum ersten Mal jetzt im Game drin ist und direkt stirbt. Von einem anderen Gamer. Komm! Egal. Na. Hau ihn weg. Er kann nichts mehr haben. Ja. Er weiß nicht, wie man rennt. Doch, er weiß es. Scheiße. Jawohl. Jawohl, mein erster toter Spieler. Check. Nein. Oh. Da war die Leiche weg. Das ist ein... Wo geht's hier weiter? Oh, da ist direkt eine Brücke. A Bridge, und das ist auch ein See. Ich bin noch nie durchs Wasser hier durch. Interessant. Was steht denn hier mit den Pfeile? Hat einer rumgeballert. Pfeile zu haben, kann nicht schlecht sein. Oh, jawohl, jawohl. Wooden Arrow. Also nicht Error, sondern Error. Das heißt, hier waren locker wieder Leute. Nein, die Tür will ich nicht zumachen. Hier ist aber alles voll gefressen, ey. Weggefressen. Tür auf. Oh, Autos. Komm, da kann doch jetzt mal eins gehen. Oh, nichts.
Auch nur ein Frack. Gibt's hier was? Das ist ein bisschen verbuggt hier. Alles durchsucht, alles durchstöbert. Da hinten ist irgendwas. Was ist das? Das ist ein neuer Spieler. Mit einem Bogen. Ich will den Bogen haben. Ich will den Bogen haben. Lol. Bam, bam. Komm, 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 komm. Ich will den Bogen haben. Gib ihn mir. Nein. Oh Gott, der Zombie kommt. Mein Leben ist bei 80%. Verdammt. Verdammt. Er hat mich getroffen wieder. Scheiße. Der Zombie soll ihn holen. Links-rechts Kombination. Ich habe noch 50%. Oh Gott, der Zombie. Oh Gott. Oh Gott, der Zombie hat mich gehauen. Das sind aber ganz viele Zombies. Oder warum ist es mit dem, ey? Der ist durchlöchert, ey. Komm, Junge. Nein. Verdammt. Der Zombie soll ihn holen, ey. Verdammt, er hat mich erwischt. Komm, komm, komm. Wrestler Simulation. Oh Gott, noch 12 Leben. Und da war es vorbei mit mir. Kuppe Zeutz, du hast mich gekillt. Glückwunsch. Ja, ich hoffe, du bist stolz auf dich. So, mal respawned auf einer Holzkiste. Auf was? Was liegt denn da? Da liegt irgendwas. Was ist denn das für ein Spawnpunkt? Voll oben, im Nirgendwo. Guckt euch an. Ich habe einen neuen Freund getroffen. Der hat mir geholfen, einen Bogen zu bekommen und ein paar Pfeile. Ich bin gerade am Looten. Man muss noch jeden Pfeil einzeln rausholen aus der Tasche. Oh, das müsste reichen. Warte mal, die sacken wir jetzt mal alle ein hier. Die ganzen Pfeile. Zack, zack, zack. Oben wird immer angezeigt, immer was blutet. Wie viele Pfeile hast du dir genommen? So? Ich habe im Moment 25. Ah ja, okay. Ich hab gesehen, ich habe 2 Stacks jetzt schon mittlerweile. Ich habe 30 oder so. Aber das reicht ja auch erstmal. Du kannst hier schnell craften durch die Sticks. Jo, alles klar, dann gehen wir weiter. Hier die Straße runter. Ja, so mitteldurch. Hinter uns ist wieder einer. Okay, ein Spieler. Also, don't shoot me. Okay, geh mal ab hier. Aber schon leicht überlaufen hier. Oh ja. Siehst du wirklich überall ein. Gerade ist einer mit einem Polizeiwagen mitten durch den Wald gefahren und hat mich da erschossen. Okay. Ich habe nur einen gesehen. Ich habe da irgendeinen gesehen. Der ist im Auto durch die Gegend gefahren und dann ist ein Bergrand gekommen, hat ihn aus dem Auto rausgezogen beim Fahren und sofort tot. Super. Ich schieß einmal, um zu gucken, wie das in den Pfeilen hier so funktioniert. So, den Zombie holen wir uns jetzt mal. Okay, kann man den irgendwie noch länger spannen oder so? Nee. Du kannst nur höher zielen. Aha. Dass er weiter fliegt. Okay.
Ah ja. Okay. Du kannst auch deine ganzen Geschosse Pfeile wieder einsammeln. Oh, jetzt bluten wir wahrscheinlich. Okay, ich glaube, ich blute jetzt. So, wie können wir denn uns heilen, Hughes? Also ich bin auch gerade mal in die Stadt gegangen, habe da einen super Loot gefunden. Also mit Machete, mit Axt, mit allem drum und dran. Sogar ein Backpack hatte ich schon. Und dann habe ich so zwei große Hochhäuser auseinandergenommen. Und dann kamen so die Zombies auf einmal von allen Seiten. Zuerst war das nur einer. Da kam immer mehr das Treppenhaus hoch und ich war ganz oben gefangen. Ey, ich habe mich echt gefühlt wie so ein Zombie-Film. Super krass, ey. Okay, geil. Meinst du, wir sollen hier ein bisschen durchsuchen oder ist alles schon leer? Von hier kam ich gerade. Ah, okay, dann wird hier wohl nichts sein, ne? Wie viel? Ich habe ja auch null Orientierungssinn. Keine Ahnung. Irgendwo hier ist die große Stadt und da ist irgendwo meine kleine Hütte. Bist du auch in so einer kleinen Hütte gespawnt, beziehungsweise auf einer Hütte, so wie ich? Nee, bis jetzt noch nicht. Aber ich habe mir eine gesucht. Da stehen schon Kisten drin, Lagerfeuer drin. Habe ich mir eine Tür angebracht und die ist quasi safe. Hast du dir mal so Luftpaket schicken lassen? Nee, noch nicht. Können wir ja mal machen. Wir können mal so ein Plätzchen suchen im Wald und dann kann ich mir so eins rufen oder so. Ich weiß nicht, wie das geht. Ach, und da haut ich, ey. Oh Gott. Aber ich muss gleich unbedingt was essen. Ich habe Energy 0, Hydration 0. Und Feuer frei. Jetzt können wir uns den Bogen, den Pfeil wiederholen. Nein, leider nicht. Komm, lass uns mal weitergehen. Ein schönes Plätzchen suchen. So. Das ist nur Schießen. Fast. Haut ab, das Mistvieh. Schade. Wir haben aber kein Messer und keine Axt, wir können das nicht auseinandernehmen. Ja. Nein, das geht noch nicht. Ich hab noch nie einen Aber Brombeerstrauß das. gesehen. Nee, das ist deine Lebensgrundlage hier im Wald. Komm, wir suchen jetzt mal ein paar. Ich brauche unbedingt welche. Sonst Ja. kippe ich gleich aus den Latschen. So, Freunde, wir haben Brombeeren gefunden. Und weg waren sie. Der andere hat sie geholt. Aber ich glaube, da hinten müssten noch mal welche sein. Und die werde ich mir jetzt holen. Die bringen gar nichts, ne? Die sind nur, bringt 2 Punkte. Okay, hat man die jetzt im Inventar? Wir essen mal Ja. einfach die Dose. Nö, ich habe gar nichts bekommen. Irgendwie habe ich keine Bären bekommen. Blackberries heißen die. Nö, ich habe gar nichts. Ich habe nur noch Sticks und so Flare. Eine Wasserflasche habe ich, eine leere. Hab nichts, ey. So, wo ist er? Da hinten oder was?
Wir brauchen mehr Bären. Ah, jetzt habe ich welche. Essen wir mal. Schön, Blackberries. Oh, da schreit der Wolf. So, ich hoffe, der erste Einblick hat euch gefallen von H1Z1. Ich werde noch ab und zu mal in das Game reinschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war mal ein bisschen länger. Das war jetzt auch einer meiner ersten Tests. Und ja, haut wieder rein, wenn es heißt H1Z1 mit eurem Zikro. Ciao.